Johannes hier von newgadgets.de und am Stand von Microsoft auf der Computex 2012. Und hier haben wir das Toshiba Satellite U840W. Und dabei steht das W für Wide. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben 6 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte und 32 GB SSD und eine Intel HD 4000 Grafik. Und jetzt seht ihr auch, warum es Wide heißt. Ihr seht, es ist sehr, sehr breit. Wir haben hier ein 14,4 Zoll Glossy Display. Eine Auflösung von 1792x768 Pixeln, was wirklich sehr cool ist. Ihr könnt also mehrere Fenster nebeneinander haben und seht dann immer noch ganz gut. Wir haben hier die Webcam, Chiclet-Style-Tastatur, die leider nicht beleuchtet ist. Harman-Kardon-Lautsprecher natürlich hier links und rechts neben der Tastatur, bietet sich ja bei dem Design förmlich an. Ja, sehr gute Verarbeitung, fühlt sich sehr gut an, finde ich. Wir haben hier das Touchpad mit integrierten Maustasten. Das Displaycover hier ist leicht gummiert hier oben und dann hier mit einem gebürsteten Aluminium-Design. Schön dünnes Gerät. Wir haben hier auf der linken Seite einen kernsicheren Keylock, Ethernet-Port, zweimal USB 3.0, vorne einen Kartenleser für SD-Karten und dann auf der rechten Seite die Audio-Ports, USB, HDMI, damit wir es an den Fernseher anschließen können und natürlich auch noch den Anschluss für das Netzteil. Und hier seht ihr es nochmal, es ist wirklich ein sehr, sehr breites Notebook, das Toshiba Satellite U840 hier am Stand von Microsoft auf der Computex 2012.